Was tun mit all diesen nutzlosen Menschen? Interview mit Dr. Yuval Harari. And again, I think that the biggest question in maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. Ja, einfach alleine, dass er das so ausspricht, weißt du, wie ich meine? Was sollen wir tun mit all diesen nutzlosen Menschen so? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein vom Yuval Harari, dem Maniak, die rechte Hand von Klaus Schwab quasi. Das Video heißt, was tun mit all diesen nutzlosen Menschen? Interview mit Dr. Yuval Harari mit deutschem Untertitel. Also wenn man hier mal ein bisschen so zuhört, ich habe mir die ersten paar Sekunden schon reingezogen, wir haben auch schon mal auf ein Video von ihm reagiert, dann sieht man, wohin so die mächtigen Menschen der Welt die Welt treiben wollen oder was sie uns einreden wollen und was wir als normal anerkennen sollen. Und ja, ich finde das spannend und deswegen ziehen wir uns das rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und wir gehen in den Peter rein. Aber sowas von. Let's go. Gebt euch das. And again, I think that the biggest question in maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. Ja, einfach alleine, dass er das so ausspricht, weißt du, wie ich meine? Was sollen wir tun mit all diesen nutzlosen Menschen so? Problem is more boredom and how what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. Ja, wenn du da hinhörst, dann merkst du einfach, wie die Menschen sehen, so, weißt du, wie ich meine? Was sollen wir mit denen machen, wenn die basically eigentlich so, ja, bedeutungslos, wertlos sind. Wohin mit den Kelbs? My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Das, guck mal, wie der das raushaut, Digga. It's a solution for more. It's already happening. In under different titles, different headings, you see more and more people spending more and more time or solving the inner problems with drugs and computer games. Both. Ja, aber warum ist das so? Weil du und deine Leute die Menschen in genau in diese Richtung reintreibt so. Und das ist eine Sache, die finde ich so ekelhaft, wie der so tut, als ob das so als Zufall ist oder als ob das nicht gewollt war, die Menschen in diese Richtung reinzutreiben und als ob der Maniak nicht auch damit drin hängt und damit was zu tun hat so, weißt du? Er stellt das so hin, also ja, was sollen wir denn mit denen machen? Die Entwicklung ist halt nun mal jetzt da. Legal drugs and illegal drugs. You look at Japan today, and Japan is maybe 20 years ahead of the world in everything, and you see all these new social phenomenon of people having relationships with virtual spouses, and you have people who... Das haben wir uns auch reingezogen, diese Sexpuppen da, diese Beziehungspuppen da in Japan. People leave the house and just live through computers. I think once you're superfluous, you don't have power. Ey, solange du nutzlos bist, hast du keine Macht mehr, Bruder. Ich küsse deine Hands, ey. Used to the age of. Lasst euch das niemals einreden, dass ihr nutzlos seid, so. Weißt du? Selbst wenn die euch ersetzen im Job mit irgendeinem scheiß Roboter oder irgendeiner Maschine, die dann den Job übernimmt, so, heißt es noch lange nicht, dass die mehr wert sind als ihr. Und dass ihr nutzlos seid. Jedes Lebewesen auf dieser Erde hat einen Sinn und hat einen Wert und hat einen Nutzen, so. So, diese ganze Scheiße, wo die uns hintreiben wollen, der Cousin, der da gerade sitzt und seine Partners, so, die wollen uns das eintrichtern, dass wir nutzlos und wertlos sind, so. Aber es stimmt nicht, sind wir nicht. Wir dürfen uns das nicht wegnehmen lassen, dass wir einen Wert haben, so. Und diese ganze Scheiße hat auch eine Chance für uns, weißt du? Dass wir mehr uns mit uns selbst beschäftigen und unsere eigene Macht und Power realisieren und uns von denen nicht einreden lassen, dass wir nichts wert sind, so, weißt du? Masses of the 19th and 20th century, where you saw all these successful, massive uprisings, revolutions, revolts. So we are used to thinking about the masses as powerful. But this is basically a 19th century, a 20th century phenomenon. I don't think. Wie der den Menschen einreden möchte, dass die größte Masse der Menschheit nichts mehr wert ist, so. Das unterschwellig soll uns das dann einfach sagen, ey, ihr braucht gar nicht versuchen, euch zusammenzuschließen und eine Revolution zu starten, weil ihr seid jetzt wertlos.
Wir haben jetzt Roboter, wir haben jetzt halb Mensch, halb Roboter, wir haben KI und so. Ihr seid einfach nutzlos und wertlos, weißt du? Damit wir uns ja nicht zusammenschließen und sagen, ey, du hast hier gar nichts zu melden, mein Jutsta. The masters, even if they somehow organize themselves, stand much of a chance. We are not in Russia of 1917 or in 19th century Europe. What we are talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Digga, überlegt euch mal, was der da gerade sagt, so. Daran arbeiten die. Das Matrix, Bro. Die wollen uns züchten. Minds are going to be the two main products of the next wave of all these changes. Again, and if you think about it from the viewpoint of the poor, it looks terrible because throughout history, death was the great equalizer. The big consolation of the poor throughout history was that, okay, these rich people, they have it good, but they're going to die just like me. But think about a world, say, in 50 years, 100 years, where the poor people continue to die, but the rich people, in addition to all the other things they get, they also get exemption from death. Digga, was der sagt, das ist so ekelhaft. Der sagt, die armen Menschen werden weiterhin sterben und die Reichen werden quasi nicht mehr sterben müssen in der Zukunft, so. Das wünschen die sich herbei, so. So ein Klaus Schwab, der Maniak, der will bleiben. Kranke Scheiße, ich schwör's dir. Kranke Scheiße, Digi. Die spielen Gott. Auf so vielen verschiedenen Ebenen denken die können das machen und die kommen davon, so, weißt du? Die sind so überzeugt von der Scheiße. Guck mal, wie der davon redet, so als ob das schon Fact ist. Die reden davon, als ob das schon Fact sind. Und die haben vergessen, dass es halt Gott gibt. Die haben vergessen, dass es was außerhalb Materie gibt, so. Die haben vergessen, dass die nicht alles steuern können. Und dass der gute Spirit auf der Erde definitiv den Jungs innen einen Strich durch die Rechnung machen wird. Davon bin ich überzeugt. Und da vertraue ich auch einfach, weißt du? Da braucht man sich auch gar nicht aufregen oder so. Die werden schon noch ihr Payback dafür bekommen, was sie tun. Once you really solve a problem like direct brain-computer interface, when brains and computers can... Einer sagt doch, Ricardo sagt doch gerade, ich glaube, die größte Bestrafung ist es, auf der Erde ewig zu bleiben. Ich schwöre dir, ist so. Die denken, das ist jetzt, oh, ich habe damit was Heftiges erreicht, dass ich mein Leben lang auf der Erde bleibe und nicht richtig sterben kann, so. Weil die denken wirklich, dass wir nur das sind, was wir sehen. Die glauben nicht daran, dass das Leben nach dem Tod auch weitergehen kann, weißt du? Und dass du auch was, sowas wie eine Seele in dir hast und dass du nicht nur, wie er selber mal irgendwo gesagt hat, eine Ansammlung von Bakterien und Fleisch bist im Endeffekt, so. Dass du einen Spirit hast, dass du eine Seele hast, so. Und die ist dann gefangen in deinem Körper und kommt dann nicht mehr raus. Das ist eine viel größere Hölle, als zu sterben und sich wieder zurück zu connecten mit dem Universum und mit dem, was uns alle miteinander verbindet. Was ich Gott nenne. Interact directly. For example, to take just one example, that's it. That's the end of history. That's the end of biology as we know it. Nobody has a clue what will happen once you solve this. If life can basically break out of the organic realm into the vastness of the inorganic realm, and you cannot even begin to imagine what the consequences will be, because our imagination at present is organic. So it's... Wie der schon aussieht, ich schwöre, der gibt mir ganz ekelhafte Vibes, sag ich dir, so wie es ist. The point of singularity, as it's often referred to, by definition, we have no way of even starting to imagine what's happening beyond it. Looking before the point of singularity, just as a trend is gathering pace, the new attitude, I think, is to treat old age and death as technical problems, no different in essence than any other... Der Tod als technisches Problem, Bro. Wie der darüber redet, so, das ist so eklig, oder? So gottlos, Mann, so teuflisch, so ehrenlos, der ist so heftig.
heftig. Müsst ihr euch vorstellen, das sind die Leute, die auch so Fäden in der Hand haben und die mit den mächtigsten Menschen der Welt quasi zusammenarbeiten, weißt du? Das sind die Leute, die Entscheidungen treffen sollen über uns und denen wir vertrauen sollen und unsere Zukunft in die Hände legen sollen. Also, Jungs, Mädels, wenn man da mal zuhört, da muss man doch verstehen, okay, das sind jetzt keine Menschen, denen ich auch irgendwie nur ansatzweise mein Leben anvertrauen würde oder irgendwelche anderen Geschichten so. Wir müssen das wieder selbst in die Hand nehmen und in die Eigenverantwortung zurückkommen. Disease, it's like cancer, it's like Alzheimer, it's like tuberculosis. Maybe we still don't know all the mechanisms and all the remedies, but in principle, people always die for one reason and one reason only, and then these are technical reasons, not metaphysical reasons. People. Bruder, jetzt hast du eigentlich verstanden, dass ohne Tod kein Leben gibt? Die sind so gottlos, dass sie das einfach wegignorieren. Die haben das. Entweder die haben die Gesetze des Universums verstanden und versuchen die umzudrehen oder da irgendwie was Eigenes draus zu machen, oder die sind einfach so blöd, dass die denken, dass sie wirklich alles beeinflussen und lenken und steuern können, so, weißt du? Die haben die Gesetze des Universums nicht verstanden, meiner Meinung nach, wenn ich denen so reden höre. They actually manage to live, many people, as isolated, alienated individuals. In the most advanced society, many people live as alienated individuals, with no community to speak about, with a very small family. It's no longer the big. Und warum? Warum? Warum, mein Jutster? Warum ist das denn so? Family. It's now a very small family. Maybe just a spouse, maybe one or two children, and even they might live in a different city, in a different country, and you see them maybe once in every few months, and that's it. After millions of years of evolution. Ja, Evolution, da sind wir doch. Suddenly, within 200 years, the family and the intimate community break, they collapse. Most of the roles are filled by the family and by the intimate community for thousands and tens of thousands of years. Ja, weil deine Kollegen die Menschen voneinander trennen wollen, bewusst voneinander trennen wollen, weil die gemerkt und gecheckt haben, dass wenn du aus einer starken Familie oder starken Community kommst, so, dass du dann nicht so einfach steuerbar und lenkbar bist und dass man dem Scheiß, den du hier verzählst, dann nicht mehr abkauft, so, weißt du? Und deswegen werden wir jeden Tag voneinander getrennt mit ganz vielen verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Corona. So. Da werden wir ja schon so getrennt. Da wird uns ja bleibt zu Hause, soziale Kontakte sind gefährlich. Bla, 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 bla. Und dann kommen immer mehr Narrative in die Gesellschaft rein, die uns voneinander trennen sollen, damit wir ja nicht zusammenkommen und irgendwie verstehen, was ihr da eigentlich mit uns treibt. Transferred very quickly to new networks provided by the state and the market. You don't need children, you can have a pension fund. You don't need somebody to take care of you. You don't need neighbors and sisters or brothers to take care of you when you're sick. The state takes care of you. The state, ah, jo. Provide you with. Ja, habe ich gesehen, wie die sich um mich kümmern, wenn ich ein Ungeimpfter war in der Corona-Pandemie. With education, with health, with everything. In terms of ideas. Education, so. Und was die in den Schulen mittlerweile beibringen, ist auch auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, mein Jutster. In terms of religions. The most interesting place today in the world, in religious terms, is Silicon Valley. It's not the Middle East. Guck dir das an, Alter. Hör dir das an, was der sagt. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das ist doch crazy. Where the new religions are being created. Silicon Valley, Digga. Das soll der religiöseste, oder da sollen wir jetzt hingucken, wenn es ums Thema Religion geht, auf der ganzen Welt. Das ist der Ort so. Dort werden jetzt die neuen Religionen geschaffen. By people like Ray Kuhn. Ja, das Kranke dabei ist, der hat ja recht. Weißt du? Was noch kranker ist, dass er genau die Menschen dahin treiben möchte und denen das so erzählen möchte und so beibringt, als ob das richtig oder Fakt ist. So. Weißt du, wie ich meine? Der ist ein richtig ekelhafter, durchtriebener Typ, sag ich dir so, wie es ist, weil er redet so, als ob er einfach nur so feststellt, was gerade Phase ist und lässt aber nicht durchblicken, dass er das will und dass er sogar selbst mit seinen Kollegen daran arbeitet, die Menschen immer mehr in diese Richtung reinzutreiben, weißt du? And these are the religions that will take over the world. Ja, Kelp. Krank. Muss man überlegen, solche Menschen, wie viel Aufmerksamkeit die kriegen. Guck mal hier, 1,9 Millionen vor 7 Monaten hochgeladen. 2,8 Millionen, Digga. Bro. TED Talk wird der eingeladen. 4,6 Millionen. Scheiße.
Der wird gepusht, sein Vater vom Mainstream. Ganz kranke Geschichte, meine lieben Freunde. Egal, schreibt auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out.